von daher aus irgendwas, was du tun möchtest. Wahrscheinlich die Ausrüstung weiter schnitzen. Genau, aber auch während ich am Steuer stehe, würde ich immer einzeln einen Matrosen oder ein Mitglied der Crew zu mir bitten, mit dem halt ein bisschen zu reden, was er darüber denkt, wie hier die Seefahrt läuft, was so seine Lebenspläne sind, und möchte da ihm gerne immer dabei etwas von Effort und seinen Lehren predigen. Also einerseits, ja, die Probleme der Leute aufnehmen und bisschen Efforts Richtung drücken und dann ja, vielleicht nochmal einen Knotengriff zeigen oder so. Also da ein bisschen die Schulung, soweit mir das möglich ist, in diesen Einzelsitzungen etwas voranzutreiben. Ja, also wenn du am Steuer stehst, kannst du gar nicht beibringen, nicht lehren, nicht überzeugen. Da bist du nämlich beschäftigt und wenn du dann dich von Jarlan vertreten lässt in der freien Minute, dann ist das natürlich möglich, aber sonst nicht. Also ich habe sonst nichts vor. Wenn meine Erledigungen durch sind, mache ich das auch gerne. Ja, ihr könnt euch dann abwechseln, dann kannst du, also wenn du frei hast, kannst du das tun, sonst nicht. Okay, dann würde ich das gerne so machen. Prendigian, in den nächsten 2 Tagen irgendwas? Also in meiner freien Zeit würde ich mich ab und zu nochmal wieder an meine Robe machen und da ja ein Zeichen versuchen reinzusticken, reinzunähen. Je nachdem, wie viel Zeit das ist. 2 Tage und dadurch, dass du nicht als Seefahrer eingeplant bist, also die Helden müssen wie gesagt nicht seefahren. Ihr habt 17 Leute, die ihr braucht. Also du könntest unterstützen für schnellere Seefahrt, aber musst du nicht. Und dann kannst du auch deine freie Zeit auch komplett so nutzen. Nee, also ich werde auf jeden Fall unterstützen bei der Seefahrt, was da halt noch übrig bleibt, Ja, natürlich, gut. falls da noch was ist. Wenn ich Zeit habe, habe ich da mal ein Auge drauf und gucke, dass er nichts kaputt macht. Das ist ja nicht die Was erste willst du für ein Erfahrung Zeichen mit. sticken? Irgendwas Magisches oder nur irgendein. Ja, irgendwas Magisches. Achso, jetzt keine Rune oder kein Siegel, was du reinstecken willst? Also nicht magisch aufladen, so, das ist die Frage. Doch, das auch. Okay. Zauberzeichen. Zauberzeichen. Habe ich ja letztes Mal auch schon mal versucht, da ist es schief gegangen. Ja. Aber das kann man ja immer wieder auftrennen und nochmal neu machen, solange es kein Patzer ist. Ja, dann einfach mal generisch reinwürfeln mit. Ich glaube, das ist eine Ritualkenntnis oder was ist das? Erstmal schneidern. Schneider. Muss er das Zeichen vernünftig machen und dann kann er sich damit die Ritualkenntnis erleichtern. Hat Wascher noch was vor, außer kochen und sich um die Vorräte kümmern? Mit Ja, wie Rodrigo reden. gesagt, unter der Mannschaft ein bisschen rum. Ich habe ja auch John Nierbell dabei. Wird auch zwischendurch mal ein bisschen halt meine Gaukler-Sachen rausholen. Ja, eben um für ein bisschen Stimmung zu sorgen, wenn die Männer halt gerade Pause machen oder die müssen ja nicht alle ständig und die haben ja, glaube ich, ja, abwechselnde Schichten. Ja, eben dann auch unter Deck mal irgendwie was zeigen, wenn sie halt Lust haben. Ebenso, wenn die gerade dabei sind, halt auch mal fragen, was machst du denn da? Mir so ein bisschen was erklären lassen und eben auch versuchen, durch dieses Interesse eben ja, eine kleine Bindung sozusagen aufzubauen. Also eben auch zeigen, dass man davon nicht so viel Ahnung hat und aber auch ganz neugierig lernen wollen und dadurch eben auch versuchen, so ein bisschen nebenbei auszuhorchen, wie die Stimmung ist, wo die hinwollen, was nach Valusa kommt und so weiter. Ja. Okay. Ja, ich hatte ja bereits gesagt, mit dem zusätzlichen Gehalt werdet ihr schaffen, rechtzeitig anzukommen. Und zwar am späten Abend des ersten Vierruhen. Gestartet hatten wir diese Sitzung am 29. früh. Dementsprechend sind das 2 Tage. Das ist also sehr schnell. Unterwegs wird es kälter und kälter. Es ist ja in den letzten paar Tagen schon merklich kälter geworden, als ihr dann bei Elberum vorbei wart, bei Janka vorbei, den Golf von Perikum überquert habt. Und ihr werdet jetzt auch dann mit blutigem Schnee wieder konfrontiert werden, der sich dann sehr schwer auf das Schiff legt. Ihr werdet sehr viel die Planken putzen müssen. Nicht nur dann den Schnee entfernen von den Segeln, von den Planken, sondern dann eben auch die blutigen Schlieren wegputzen müssen. Also niemals war Plankenputzen wichtiger als hier. Denn das Ganze ist rutschig und das Blut krustet sonst auch. Ihr wisst nicht genau, wo es herkommt. Die Moral leidet unglaublich darunter, wie jetzt hier die Niederhöllen hier hinunterschneien. Aber ihr habt dann auch genug Zeit, euch mit der Heilkunde Seele dann darum zu bemühen. Das hattet ihr ja auch angekündigt. Aber das Wetter ist dann auch merklich kälter. Wie gesagt, wir haben 4 Uhr, beziehungsweise
Entschuldigung, was hatte ich eben gesagt? Am 1. Zar ist das dann, ne? Der nächste Monat? Ich glaube, das ist dann Zar. Fragsachen. Ja, bin ich auch der Meinung, ja. Nach Firun kommt Zar. Okay. Also, am 29. Firun seid ihr aufgebrochen und am 1. Zar kommt ihr an. So. Dann schauen wir einfach mal, was euch in Valusa erwartet. Raureif und harsch überzieht die Misamarschen mit glitzerndem Weiß. Eingemummt in eure dicken Kleidung folgt ihr eure Atemfahne. Ihr könnt die riesigen kahlen Mauern der Ordensburg erkennen und ja, man sagt wohl, dass hier die grauen Stäbe von Perikum eine Ordensburg haben. Ein Magierorden. Das Meer ist hier von einer dicken Eiskruste bedeckt, die ebenso blutig, teilweise auch schwarz ist. Das schwarze Eis, was sich hier das erste Mal auch bemerkbar macht. Ihr könnt einige dunkle Spalten im Eis erkennen. Wir haben wohl vor einiger Zeit noch ein paar größere Schiffe Furten hindurchgeschlagen oder auch Männer, die mit irgendwelchen Äxten dann versuchte Einfahrt freihacken wollten. Aber den Hafen selber könnt ihr gar nicht anfahren. Hier hat dann wohl irgendwann jemand mitten in das Eis einen riesigen Holzflock eingeschlagen. Zudem könnt ihr dann noch vordringen. Allerdings auch das ist eine unglaublich schwere Tortur. Lässt euch dann von ein paar Flößern hindurch lotsen. Und könnt dann kurz vor dem valusianischen Hafen euer Schiff anlegen, verteuen. Und müsst dann auf einer riesigen Eisfläche in Richtung des Hafens marschieren. Direkt vor euch könnt ihr die sehr großen Türme von Valusa erkennen. Teilweise auch hier liegt dann Schnee auf den Häuserdächern. Ihr könnt dutzende Rauchsäulen erkennen, die dann in die kalte Luft steigen. Die Brücken der Valusa selber, das könnt ihr dann auf der Karte erkennen, ist nur eine Insel, die dann zwischen der Misa liegt. Nach oben und unten, beziehungsweise Norden und Süden, gibt es dann das Festland. Aber dadurch, dass es auf der Insel liegt, dann mit Brücken verbunden. Direkt vor euch, wenn ihr dann auf den großen Hafen zumarschiert, über Schneeschuhe oder so etwas, könnt ihr euch dann über die Eisflächen nach vorne arbeiten, liegt dann ein großer Turm, der größte, und zwar mit einem Leuchtfeuer obendrauf. Euch wird dann auch sehr schnell klar, das ist ein Ingrim-Tempel. Von Zwergen vor einiger Zeit erbaut, werdet ihr dann informiert. Ja, und so, wir schauen uns das mal auf der Karte an, Steuerung F, irgendwo hier lagert dann euer Schiff. Über die Eisfläche könnt ihr dann hier mit Schneeschuhen hinübermarschieren. Wenn ihr dann lasst ihr eine Rumpfmannschaft zurück oder geht ihr allesamt dann von Bord? Wie sieht's aus? Was sagen meine seemännischen Erfahrungen? Brauchen wir eine Rumpfmannschaft oder kann das Schiff eine Weile auf sich selbst aufpassen? Also es gibt größere Schiffe, die neben euch liegen. Die sind wohl aber schon seit einiger Zeit dann vor Ort. Irgendwelche größeren Handelsschiffe, Korken aus Festum. Die sind hier dann auch eingeeist. Die kommen hier gar nicht mehr weg. Die müssen hier überwintern, notgedrungen. Die liegen auch komplett alleine oder mit so einer Rumpfmannschaft wie zwei Leuten dann vor Ort. Wirklich viel bezahlen kann man die dann nicht, weil wenn die halt einen ganzen Winter auf dem Schiff stehen, das wird sehr, sehr teuer, wenn die hier keine wirtschaftlichen Erträge einfahren können. Die kleineren Schiffe liegen dann komplett verwahrlost da. Kann sowieso kaum einer was klauen. Also wenn da irgendwelche Seile oder Taue oder sowas geklaut werden, dann ist das halt so. Solange die großen Wertsachen und die Lagerwaren dann aus dem Schiff, aus dem Bauch herausgenommen worden sind. Naja. Ja, dann passt Rodrigo auf das Boot auf und der Rest kriegt Landgang. Also der Rest der Mannschaft. Rodrigo darf hier bleiben. Rodrigo darf hier bleiben. Pech gehabt. Pech gehabt. Richtig, die... Beziehungsweise...
Die Mannschaft kriegt Landgang nach eigenem Ermessen, also die können in die nächste Kneipe gehen und ihren Soldat saufen, ist mir egal. Die Söldner erwarte ich morgen früh am Hafen. Morgen früh am Hafen. Und ja, ihr lauft dann, wie gesagt, über die Eisfläche in Richtung des Hafens und könnt da dann auch erkennen, auf der Brücke selber befinden sich sehr wenige Ochsenkarren, die werden aber auch kontrolliert und wenn ihr auf den Hafen zugeht, werden dort ebenso zwei Gardisten erscheinen, Stadtwachen, die sich dann dort hinstellen, als ob sie euch kontrollieren wollen würden. Es ist später Abend, die Sonne ist untergegangen, es ist finster. Ihr vermutet um die 19., 20. Stunde, während ihr auf das Eis fällt. Ich heb mal die Hand, wenn wir dann in, naja, bequeme Rufreichweite kommen. Preis zum Große! Also, zum Gruß! Wer steht denn so spät noch am Hafen rum? Die Wache der Stadt Valusa. Wer seid ihr? Jarlan vom Schnattermoor. Captain Jarlan, nehme ich an. Sind wir den Booten entlang gelaufen. Ja, das haben wir gesehen. Alles klar. Wir erheben einen Zoll. Ein Zoll? Wofür einen Zoll? Für das Betreten der Stadt. Nun, das ist nachvollziehbar, nehme ich an. Wie viel? Kommt ihr selber aus Valusa? Nein. Dann 5 Silber pro Person. Einen halben Batzen. Verzeiht, 5 Silber? Ja, wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Die Wachen bezahlen sich nicht von alleine. Wir brauchen neues Essen, neues Wasser, neues Brennholz. Das kostet alles Geld, mein Herr. Ich winke mal kurz meine Kameraden herbei. Ein halbes Silber wird doch nicht zu viel sein für euch. Was meint ihr? Sollten wir das bezahlen oder bezahlen wir für die Mannschaft mit? Bezahlen die selber? Wie läuft das? Einfach da, ist er doch Seemann. Ich habe ihn jetzt nicht richtig verstanden. Meint er ein 5 Silber oder einen halben Silber? Er meint einen halben Batzen. Das sind diese polnischen Goldmünzen. Ah. Also er will 5 Silberstücke haben. Nun, die Crew, die wird hier saufen und rumhuren wollen. Ich meine, dafür können sie auch selber bezahlen. Aber hier die Söldner, nun, die schuften ja für uns. Wascher, können wir uns das leisten? Wir haben ihn jetzt schon das Doppelte bezahlt, was eigentlich nicht so einkalkuliert war. Ich weiß nicht, wie das läuft. Er steht immer noch auf der Seefahrt. Steht immer noch auf der weißen Eisfläche. Und könnt dann erkennen, wie eine weitere Person sich den Stadtwachen anschließt, in eine grüne Robe gewandelt. Es handelt sich dabei offensichtlich um eine Novizin der Drakoniter. Ach ja, Drakoniter, richtig, wir sind ja im Auftrag der Hesindekirche unterwegs. Die Drakoniter hattet ihr schon gesehen, also im Auftrag der Hesindekirche, und die Drakoniter hattet ihr auf Maraskan kennengelernt, also die Flaggen bzw. Heraldik und die Roben kennt ihr auf jeden Fall. Nun, vielleicht kommen wir ja drum rum. Städte und ihre Zölle. Unfassbar. Wir sind hier in der Stadt im Auftrag der Sindekirche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vorsteher des örtlichen Tempels bereits über unsere Ankunft informiert wurde. Oder jemanden, wer uns erwartet. Die junge Novizin tritt hervor. Warum seid ihr denn jetzt erst gekommen? Die Präzeptorin erwartet euch bereits, seit vielen Tagen. Naja, wenigstens seid ihr jetzt hier. Die blutige See ist unberechenbar. Ich nehme an, ihr wollt es direkt zu ihr führen? Delia Tiranak wird wohl gerade im Effa-Tempel sein, glaube ich. Ich könnte euch zu ihr bringen. Aber sie wollte euch, glaube ich, sofort sprechen. Dann verschwenden wir keine Zeit. Ja, ich klopf Herrn von Riedkötter nochmal auf die Schulter. Und los geht's. Ich werde mich um die Söldner kümmern. Nickt er dir zu, gibt dir die Hand zum ritterlichen Gruße
Die Stadtwache wird den Rest von euren Leuten aufhalten, denn die wollen für den Rest immer noch einen Halbbatzen haben. Ihr werdet da ausgenommen. Bogdan ist charismatisch, der kann das schon. Okay, dann dürfen die das selber bezahlen. Bevor ihr allerdings mit der Novizin Rudine auszieht, wird euch die Stadtwache trotzdem aufhalten. Halt! Ich bin noch nicht fertig mit euch. Zeig mal deinen Arm her. Einen Arm? Los, Handschuhe aus. Warum willst du meinen Arm sehen? Zieh deinen Handschuh aus. Hör mal, Bursche. Muss ich dir bornischem Rohling vielleicht noch was über Respekt vor Adligen beibringen? Ist mir egal. Ich handel im Auftrag der Stadtwache. Wir suchen nach Dämonenmalen. Sag das gleich und ein bisschen freundlicher, verdammt nochmal. Kapitän, ganz ruhig. Der Mann macht auch nur seine Arbeit. Ist mir egal, ob er seine Arbeit macht. Schau mal, haben seine Vorgesetzten ihm nicht immer Respekt beigebracht. Wenn soweit ich mich erinnere, gilt auch im Bornland das Recht des Herrn Preyers noch. Aber die andere Stadtwache, also er hatte sich gerade mit ihr unterhalten. Die andere, die zweite, die geht dann gerade an Wascher herum. Schaut dann mal so gerade an ihrem Hals, streicht die Haare so ein bisschen beiseite. Narbe? Nee, kein Krähenfuß, kein Fünfstern. Alles klar, kann passieren. Und klopft dir dabei, klopft dir dann einmal auf so einen Arsch und schickt dich damit dann auch weiter. Naja, Land krempelt sich dann auch etwas verknittert aussehend die Kettenärmel hoch. Ja, er schaut kurz auf deine Hände, dreht die einmal von links nach rechts. Aber ansonsten, den Rest interessiert ihn nicht. Nickt dir dann einfach nur zu und schickt dich vorbei. Bah, Stadtbürger. Befehl, kann's weitergehen. Gab. Schaut den Magier an. Magier, ist klar, kann's weitergehen. Aber sag mal, kommt es hier häufig vor, dass hier Leute mit einem Maler auftauchen? Ja, der ein oder andere, klar. Wir sind hier direkt an den Schwarzen Landen. Hey, was ist das? Er schaut gerade so einen anderen Söldner an. Guckt gerade bei Jaroslus auf so eine Narbe, die er am Bart hat. Alles klar, doch kein Dämonenkuss. Alles klar, geh weiter. Wir sitzen hier direkt in den Schwarzen Landen. Selbstverständlich gibt es hier viele Verräter. Und wir finden jeden. Er nickt gerade den nächsten Söldner vorbei. Jagold darf einfach nur noch seinen Ritterhelm abziehen, den er sich wohl gerade noch irgendwie aufgesetzt hatte. Setzt ihn einmal ab, guckt einmal kurz den Bart an, nickt ihm zu. Also der muss seine Ritterrüstung auch nicht ausziehen. Das, was hier gerade abläuft, ist quasi eine Frechheit. Wer irgendwie eine Art von Dämonenmal an sich hat, das nicht unbedingt sehr auffällig im Gesicht oder in den Händen prangt, naja, der kann also eigentlich durch die Stadt gehen. Ja. Wie gesagt, was die Städte sich alles herausnehmen heutzutage. Es ist unfassbar. Ich gebe ja Casareto die Schuld. Rossi, ich würde gerne auf unsere Seeleute besonders achten. Also, weil wir haben die jetzt mitgenommen und wir kennen die auch noch nicht so gut. Ich würde gerne genau darauf achten, ob einer von denen besonders nervös wirkt oder irgendwie sich jetzt anders verhält, aufgrund, dass er wahrscheinlich untersucht wird. Also, ich möchte da, ich weiß, ob es Menschenkenntnis wäre, aber ich möchte auf jeden Fall ziemlich genau darauf achten. Ja, Menschenkenntnisprobe. Jo. Bleibst du noch mal kurz stehen, guckst dich noch mal um. Ja, ich bin ja direkt relativ schnell durchgekommen und habe dann auch Zeit hinter mich zu schauen, die anderen. Ja, also hat sich jetzt gerade so eine kleine Schlange gebildet. Mhm. Wirklich nervös? Nein, auf den ersten Blick nicht. Es ist auch dunkel. Wenn du jetzt länger stehen bleibst, dann ja, aber die anderen würden auch weitergehen. Ich bleib trotzdem stehen. Okay. Dann, also ich möchte auch so Körpersprache achten, ob einer sich zum Beispiel nervös mit den schwitzigen Händen irgendwie über die Hose fährt oder so, also halt solche Anzeichen. Ja, der Novizin ist das egal, die hat eh gerade keine Ahnung, wer zu dieser Gruppe gehört, offensichtlich Jalan und geht dann voran. Wir haben heute Wassertag, dementsprechend ist heute wieder Zeremonie im Effa-Tempel. Na, natürlich, schön. Natürlich. Wir haben einige Probleme in letzter Zeit mit der Stadtbevölkerung und natürlich auch mit den ganzen Dämonenanbetern, die aus dem Süden kommen und viel Verrat. Der Winter ist sehr kalt. Jetzt, wo das schwarze Eis langsam nach vorne dringt, weiter nach Süden zieht. Wir haben kein Brennholz, wir haben kein frisches Trinkwasser. Man kennt das ja. Wie meint ihr das mit Problemen mit der Bevölkerung?
Ja, Aufstände oder was? Sie wurde teilweise auch niedergeschlagen von der Stadtverwaltung. Aber ich glaube, dazu wird euch dann die Frau von Tirana etwas erzählen. Was erwartet ihr denn von Stadtbevölkerung? Niemand, der sie mit einer vernünftigen Hand bei der Stange hält. Aber warum denn im Effert-Tempel, frage ich die Novizin. Habt ihr keinen Tempel für Schwester Hesinde? Doch, also nein, ein Schwester Hesinde. Die Göttin Hesinde, ja. Sie schaut so ein bisschen verunsichert mit Maraska. Nein, wir haben keinen Hesinde-Tempel oder so etwas. Wir haben im Norden, da haben wir dann die von dem grauen Stab, also die grauen Stäbe zu Perikum. Also, so wie ich das verstanden habe, erwartet Delia Tiranak euch eigentlich im Haus Drachenstein. Das ist das beste Hotel, was wir hier haben. Und da wollte sie euch eigentlich treffen, aber naja, jetzt wo Wassertag ist und ihr viel zu spät kommt, da hat sie wohl auch nicht mehr mit euch gerechnet. Aber ich kann euch jetzt entweder ins Drachenstein Hotel bringen oder direkt in den Effa-Tempel, aber ich glaube, da könnt ihr die Zeremonie auch nicht stören. Das weiß ich nicht genau. Egal, ob wir die Zeremonie stören, wir können wenigstens an ihr teilnehmen und danach direkt mit der Erzrezeptorin reden. Besser, wir sprechen sie früher als später. Wir gehen direkt in den Effa-Tempel. Wir haben unsere Mannschaft schließlich halb zur Meuterei geschunden, um rechtzeitig hier zu sein. Da wollen wir jetzt keine Zeit verschwenden. Ja, Wascher, du kannst erkennen, dass keiner wirklich nervös ist. Ganz hinten steht auch noch der Inquisitor. Der hat auch ein Argusauge darauf, wie die Untersuchung stattfindet und, wenn das durch ist, er sich als letztes mustern lässt, wird er den Stadtwachen noch einmal die Leviten lesen, sich als Inquisitor ausgeben und ihm erzählen, wie man dämonische Male findet, und zwar indem man sich komplett auszieht. Dass das natürlich hier an so einer Hafenkontrolle bzw. Kontrolle nicht möglich ist, ist ihm auch klar, aber er wird auf alle Fälle einen Report beim Bürgermeister bzw. bei der Stadtwache machen, dass das so nicht weitergehen kann, und offiziell Beschwerde einlegen. Ich würde mir das gerne auch genau anhören, wie man das erkennen kann. Wenn man so einen Dämonen mal hat, wenn er das erklärt, dann würde ich mir das gerne einprägen. Einfach damit ich auch selber demnächst ein bisschen drauf achten kann bei den Leuten, weil man sieht ja dann auch doch mal nackte Stellen auf dem Boot, wenn die sich irgendwie ausziehen, wenn es halt mal heiß ist oder keine Ahnung. Ja, und deswegen würde ich da gerne besonders zuhören. Da kann er dir auf alle Fälle eine ganze Menge erzählen, beziehungsweise wird es der Stadtwache erzählen und du hörst zu. Das sind natürlich Male, die so nicht vorkommen. Entweder das ist ein unnatürliches Art Schwitzen, eine goldene Zunge, eine Narbe, die zackenförmig ist oder die blutet, oder Waffen, die mit dem Arm verschmolzen sind. Das kann von bis alles sein. Blinde Augen oder trübe Augen, goldene Augen. Das kann quasi wirklich alles sein. Aber die kann man verbergen. Gerade wenn sie irgendwo nicht offensichtlich am Körper sind, also sowas wie Rücken, Brust, Beine, das kann man verbergen. Also Hände und Kopf begutachten oder Hals, das reicht auf gar keinen Fall. Er hat auch schon Leuten den Schädel rasieren lassen, um dann unter dem Schädel beziehungsweise nicht unter dem Schädel, sondern unter den Haaren dann ein Mal zu entdecken. Sagt er, ob es spezielle Tests gibt, außer die zu untersuchen? Also ob es irgendwas gibt, worauf die zum Beispiel, weiß ich nicht, außer jetzt heiligen Boden oder weiß ich nicht, irgendwie schlimm reagieren? Also erzählt er da irgendwas, wo man es noch rausfinden könnte? Ja, definitiv. Also heiliger Boden ist ganz schlimm für die. Dann die Berührung eines Geweihten. Das kann er auch sagen. Natürlich dann auch die Waffen eines Geweihten. Aber auch das Aussprechen von Götternamen. Dabei werden sie wohl stottern, zögern, zucken, auch das könnte ein Anzeichen oder ein Indiz dafür sein, dass sie diese Namen ungern aussprechen. Genauso ungern, wie du erzdämonischen Namen aussprichst. Okay. Gut. Ja, wenn ich dann fertig zugehört habe, würde ich auch versuchen, meine Leute wieder zu finden. Die sind weg. Ja, das ist doof. Ja, du schaust dich um, du kannst gerade noch erkennen, wie so ein paar einfache Seemänner, du bist ja nicht ganz sicher, ob es überhaupt deine Seemänner sind, in einer Taverne verschwinden, direkt am Hafen.
aber von Brendigia, Elphadaios und Jarlans nichts mehr zu sehen. Dum, dum, dum. Tja. Und damit gehen wir in eine Pause. Wir schauen uns mal an, was euch im Everttempel erwartet. Und wie es dann weitergeht mit dem schwarzen Schwert von Charybdis.